Tina Konto Georgion. Tina, auch Sie sind dabei, kommen Sie zu uns. Herzlich willkommen, Sie sind die ersten vier Kandidaten bei der Preis ist heiß. Und hier ist Harry Weinborn. Hallo und herzlich willkommen hier bei der Preis ist heiß. Sie im Studio am Ratepult. Und hallo Walter. Hallo Harry, schönen guten Abend zu Ihnen nach Hause und ein Hallo aus dem Studio. Der Preis ist heiß zum ersten Mal an einem Samstag. Das heißt, mehr Spiele, mehr Kandidaten und vor allen Dingen mehr Preise. Und natürlich, bin ganz sicher, mehr Zuschauer. Und wir begrüßen ganz besonders diejenigen, die bisher nie Gelegenheit hatten, in der Woche zuzuschauen. Hallo. Und damit Sie gleich wissen, um was es dann geht für all die neu hinzugekommenen Zuschauer, Walter wird uns jetzt erklären, was der erste Preis für diese vier Kandidaten ist. Heute als erstes eine Fotokamera. Die Revue-Spiegelreflexkamera mit normalem Objektiv bietet vier Betriebsarten und drei Belichtungsprogramme, wodurch sie zur idealen Allround-Kamera wird. Sowohl für Schnappschüsse als auch für anspruchsvolle Fotografie unter schwierigen Bedingungen. Dankeschön, Walter. Magda, Sie fangen an, Sie geben den Tipp ab. Was glauben Sie, ist der von uns gesuchte Preis? 648. Tina. 700. Harald. 97. Und Annette. 680. Und der von uns gesuchte Preis ist 649 Mark. Und das ist Magda. Kommen Sie zu mir. Meine Herren, Magda, bis auf eine Mark waren Sie genau dran. Ein Kamera haben wir schon gewonnen. Was für ein Gefühl ist das? Sehr gut. Gell, den Kamera können Sie auch nicht mehr verlieren, denn den behalten Sie. Aber jetzt schauen wir uns mal gemeinsam an, was Sie noch gewinnen können. Walter. Eine neue Sonnenbank. Die Privileg-Sonnenbank aus hochwertigem Aluminium ist der Körperform angepasst und hat einen eigenen Gesichtsbräuner. 24 starke UVA-Leuchtstoffröhren, 5 Ventilatoren und ein bequemes Kopfpolster sorgen für angenehmes Bräunen und eine entspannte Lage. Dieses Luxusgerät mit automatischem Zeitschalter verhilft jedem Hauttyp zur richtigen Bräune. Ja, Magda, und auch dieses Solarium können Sie gewinnen und wir spielen das Spiel rauf oder runter. Der Preis, den Sie hier sehen, ist falsch. Die richtige Zahl ist jeweils 1 rauf oder 1 runter. Und das wollen wir jetzt machen. Wir fangen von vorne an. Was machen wir mit diesen 3? 1 rauf oder runter? Rauf. Rauf. Auf 4.000 Mark. Magda, was wollen Sie? Runter. Sie wollten es runter haben, nicht rauf. Ja, 2. Also auf 2.000. Gut, machen wir es. Also da ging es ja noch. So, mit der zweiten Zahl. Hoch auf 6. Was machen wir mit diesen 0? Auf 1 oder auf 9? Hoch. Auf 1 oder? 9. Auf 9. Das ist runter. So. Und jetzt haben wir da ein 7 am Ende stehen. Auf 8 oder auf 6? Hoch. Auf 8. 2698 Mark. Magda, jetzt hören wir ganz genau zu, denn für jede richtige Zahl hier im Preis hören wir jetzt ein Klingelzeichen. Jetzt wollen wir mal hören, wie viele Zahlen Sie richtig haben. 1, 2. 2. 2 Zahlen sind richtig, 2 sind falsch. Sie dürfen also jetzt noch 2 Zahlen ändern. Welche? Das müssen Sie entscheiden. Oh, vorne, die 3. Also. Das dann rauf auf 4. So. Jetzt dürfen Sie noch eine Zahl ändern. Hm.
Ja, also die 6 eine 2. Nein, die 6 geht ja nicht in eine 2, das war nämlich vorhin eine, Moment, das war vorhin eine 5. Also das können Sie einfach auf 4 oder, ja 4. Also 5. Auf 4 dann, ne? So, 4.498 Mal. Ui. Jetzt aber wird uns Lorraine zeigen, ob dieser Preis hier stimmt. Lorraine, zeig mal die erste Zahl. Das ist richtig. Die zweite Zahl stimmt. Und die letzte Zahl. Und die letzte Zahl. Sie haben gewonnen. Magda, Sie haben soeben auch noch das Solarium gewonnen. Ach, das ist die Freude aber groß. Das freut mich für Sie. Nehmen Sie ruhig wieder Platz. Ach, ist das nicht eine Freude? Na, Wahnsinn. Da kommen sogar die Tränen der Freude. Das kann ich auch verstehen. War ja auch ein super Preis. Walter, ich bekomme bitte einen neuen Kandidaten. Und das ist Alexander Fetzer. Alexander, Sie sind dabei. Hallo Alexander, willkommen am Ratepult. Meine Damen und Herren, gut aufgepasst. Walter wird uns erklären, um was es jetzt wieder geht. Ein neues Fondue-Set. Das Fondue-Set für 6 Personen besteht aus einem drehbaren Soßentablett aus Holz, einem Fondue-Topf mit Deckel sowie einem Réchaud. Dazu gibt es außerdem Teller, Schälchen, Gabeln und Soßenlöffel. Und Alexander, Sie dürfen anfangen. Geben Sie bitte den Tipp ab. Was glauben Sie, ist der Preis? 350. Dankeschön. Tina. 300. Und Harald. 290. Und was sagt Annette? 220. Dankeschön. Jetzt haben wir alle 4 Tipps vorliegen. Und der von uns gesuchte Preis ist 299 Mark. Und das ist Harald. Harald, kommen Sie zu mir. Tja, Harald, Alexander hat schon geglaubt, er wäre es gewesen, aber mit 290 Mark lagen Sie ja näher dran. Harald, wo kommen Sie her? Ja, ich komme aus Crailsheim. Wird Ihnen nicht bekannt sein? Oh, Moment, das wird mir schon bekannt sein. Das liegt nämlich zwischen Nürnberg und Heilbronn. Richtig? Wahnsinn. Die Strecke kenne ich, diese Autobahnstrecke. Harald, wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was wir für Sie haben. Wir haben jetzt für Sie eine neue Stereoanlage. Das Heike-System besteht aus einem vollautomatischen Plattenspieler, einem Doppelkassettendeck mit Quick Auto Reverse und einem Quarz-Synthesizer-Tuner. Der CD-Player hat einen Programmspeicher für 20 Titel und der Digitalverstärker mit 200 Watt Leistung ist optimal abgestimmt auf die beiden 3-Wege-Boxen. Und das ist eine Stereoanlage im Wert von 3.198 Mark. Und das können Sie jetzt gewinnen, Harald. Drehen Sie noch ein bisschen um, damit wir Sie auch alle sehen können. Harald, Sie kennen dieses Spiel Minigolf, was wir jetzt spielen? Ja, ich kenne es ja. Vom Fernsehen her oder haben Sie es schon mal so gespielt? Ja, vom Fernsehen und ich habe es auch schon so gespielt. Das ist in Ordnung, denn wir wollen ja, dass Sie nachher das Bällchen dort hinten in dem Lüchle versenken, damit Sie auch diese Stereoanlage noch mit nach Hause nehmen. Dann heißt es Fondue essen mit Stereomusik, das ist vom Allerfeinsten. Auf unser Spiel stehen 6 Produkte und wie immer, Walter, welche Produkte sind das? Die Seemuscheln kommen aus der Tiefe des Meeres frisch und schmackhaft auf Ihren Tisch. Das praktische Silberputztuch lässt Ihr Silber in neuem Glanz erstrahlen. Das typisch englische Weizenfrühstück schmeckt gut und sorgt für eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Meister Propper putzt so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. Jetzt mit Zitruskraft. Der starke Allzweckreiniger fürs ganze Haus bringt Glanz ohne Nachwischen. Süß, saftig und von der Sonne verwöhnt, die leckeren Pfirsiche aus der Dose. Und Shampoo 2-in-1 ist ein Pflegeshampoo, ja, und Spülung in einem. Es gibt Ihrem Haar seidigen Glanz und volle Spannkraft und ist so ideal für die tägliche Haarwäsche. Dankeschön, Walter. Harald, Sie nennen mir das Produkt mit dem niedrigsten Preis. Damit fangen wir an. Und dann immer steigend. Je weiter Sie die Reihe richtig eingeschätzt haben, desto näher kommen Sie an unser Loch dort hinten ran. Was glauben Sie, ist das Produkt, was hier vorne hingehört? Als Zwillinge. So verschieden sein können. Zwillinge? Ja, ich und Rup. Er hat meine Sachen genommen. Das Silberputztuch. Das Silberputztuch kommt dann an zweiter Stelle. So, Harald, Sie laufen mir immer so davon. Was ist das dritte Gerät? Was ist das dritte Produkt, was Sie nehmen wollen? Die Muscheln. Die Muscheln.
Es bleiben uns noch das Weizenfrühstück, Meister Propper und Shampoo Shampoo. Das Meister Propper. Dann das Meister Propper. Bleiben uns nur noch zwei. Das Frühstück und dann das Shampoo. Das Weizenfrühstück als vorletztes und dann kommt Shampoo Shampoo. Und dann haben wir alle sechs Fahnen ins Spiel und dann kommt Birgitta zurück und zeigt uns den Preis von diesem Pfirsiche. 1,99 Mark, kostet das Silberputztuch mehr. 4,49 Mark, was kosten die Muscheln? 2,99 Mark. Aber auf jeden Fall 50 Zentimeter näher dran. Harald, bitte gehen Sie auf unsere Spielfläche. Hier heißt es also original Rasentreten erlaubt, Betreten erlaubt, Rasenbetreten erlaubt. So, Sie können Minigolf spielen. Mit einem Schlag können Sie ein Stereoanlagen gewinnen. Viel Erfolg. Einfach rein ins Löchle. Oh! Naja, macht nichts. Harald, das Spiel haben wir ja umgetauft. Denn es heißt ja nicht mehr Einlochen, sondern wir nennen es ja Zweilochen. Das heißt, Sie bekommen eine zweite Chance. Schauen Sie, drehen Sie sich um, jetzt sehen Sie es, es steht jetzt da, Zweilochen. Sie bekommen noch einmal diesen Ball. Ich gehe wieder vom Spielfeld runter, wegen Erschütterungen. Sie waren ungefähr 3,5 Millimeter zu weit rechts. Versuchen Sie es nochmal. Treffen Sie. Nein. Schade, ich darf Ihnen den Schläger abnehmen, Harald. Dankeschön fürs Mitspielen. Schade, beim ersten Schlag waren natürlich viel, viel näher dran als beim zweiten Mal, aber Pech gehabt. So ein Stückchen und die Stereoanlage bleibt hier. Hertha Stora, Hertha, Sie sind dabei. Hallo Hertha, herzlich willkommen hier am Ratepult. Wir schauen uns gemeinsam an, was wir jetzt für einen Vorrundenpreis für Sie vier haben. Eine neue Reisetasche. Die große Reisetasche ist funktional und exklusiv gestaltet. Sie wurde aus sorgfältig ausgewähltem Material gefertigt und ist besonders strapazierfähig. Hertha, Sie dürfen anfangen. Geben Sie bitte einen Tipp ab. Was glauben Sie, ist der von uns gesuchte Preis? 370. Alex. 400. Und was sagt Alexander? 420. Und jetzt ist Tina dran. 360. 360 sagt Tina und der von uns gesuchte Preis ist niedriger. Sie haben alle vier überboten. Das Niedrigste, was wir hier haben, ist 360. Jetzt löschen wir die Zahlen hier vom Ratepult weg. Hertha, Sie geben nochmal einen Tipp ab, aber nicht überbieten. 20. Alex. 199. 220, 199. Alexander. 250. Und was sagt Tina? 270. Und der von uns gesuchte Preis ist 319 Mark. Und das ist Tina. Tina, kommen Sie zu mir. Hallo Tina. Sie haben soeben eine Reisetasche gewonnen. Reisen Sie denn gerne? Furchtbar gerne, aber es geht leider noch nicht, weil ich ein kleines Kind habe. Ja, das heißt mehr oder weniger Ferienwohnungen. Dann ging es ja schon, aber nicht so weit weg mit dem Auto natürlich. Wie alt ist denn Ihr Kind? Der eine ist 3,5 Jahre und der andere ist 8 Monate. Ach so, gleich zwei haben Sie schon. Na, wahnsinnig, junge Mutter. Das ist ja schön, wunderbar. Sie freuen sich dann garantiert auf das, was Sie jetzt gewinnen können. Walter? Zu gewinnen gibt es jetzt insgesamt bis zu 15.000 Mark! Und um dieses Geld zu gewinnen, spielen wir zusammen Heißer Draht. Präsentiert von Theramed, der beliebten Zahncreme im Dosierspender. Theramed bietet Ihnen einen umfassenden Rundumschutz vor Karies, Parodontose und Zahnstein. Dankeschön, Walter. Tina, kommen Sie einfach mit. Wir gehen zu unser neues Telefonspiel. Stellen Sie sich bitte mir gegenüber. Denn Sie spielen jetzt das mit einem Telefonkandidaten zusammen. Und hier am Telefon ist jetzt der Andreas Kühn aus Eppingen. Hallo, Andreas. Ja, hallo. Grüß Gott. Wo sind Sie? Wo ist Eppingen? Das ist so ganz grob gesagt zwischen Stuttgart und Mannheim ungefähr. Oh ja, da haben Sie hier viele Fans, die kommen da auch aus die Kante. Aus Neustadt haben wir eine ganze Gruppe hier im Studio. Ah ja. Sie spielen zusammen mit Tina und Sie haben jetzt die Chance, 15.000 Mark zusammen zu teilen.
Hat unsere Redaktion Ihnen alles gesagt über dieses Spiel? Ja, ist eigentlich alles klar soweit. Sie wissen alles Bescheid, aber Tina kennt das Spiel noch nicht und ich werde jetzt Tina kurz das Spiel erklären. Tina, wir haben auf unser Spiel hier 7 Produkte stehen. Und nachher wird der Andreas aus Ebbingen Ihnen einen Preis nennen, einen Betrag nennen. Und Sie sollen das zum richtigen Produkt zuordnen. Und wenn Sie das richtig tun, haben Sie den Betrag, der hinten dran steht, dann gewonnen. 3 Chancen werden Sie haben. Und jetzt lassen wir uns von Walter erstmal aufklären, um welche Produkte es sich hierbei handelt. Das italienische Fertigmenü lässt sich schnell und einfach zubereiten. Die gesunden Mandeln schmecken gut und eignen sich hervorragend als Zutat zum Backen. Das hochwertige Markenspeisesalz verfeinert Ihre Speisen. Das reine Pflanzenöl ist die ideale Ergänzung für Ihre gesunde, leicht bekömmliche Küche. Die exotische Suppe nach chinesischem Rezept bereichert Ihren Speiseplan um eine schmackhafte Alternative. Die leckeren Erdnüsse sind gesalzen und wurden in einem schonenden Verfahren geröstet. Und die delikaten Weinblätter sind mit Reis gefüllt und als 200-Gramm-Portion erhältlich. Dankeschön, Walter. Andreas, jetzt höre ich von Ihnen den ersten Betrag, aber kein Produktname, denn dann gilt die Spielrunde als verloren. Geben Sie bitte den ersten Betrag. Dann probieren wir es mal mit 59 Pfennigen. 59 Pfennigen, was könnte das sein? Das Salz. Das Salz, stimmt das? Jawohl, das ist richtig. Das ist schon mal der erste Treffer, den wir gelandet haben. So, Andreas, ich bekomme jetzt den zweiten Betrag. 99 Pfennige, bitte. 99 Pfennige, was könnte denn das sein? Erdnüsse. Die Erdnüsse, stimmt denn das? Es stimmt auch, das ist der zweite Treffer. Toll! Oh, das geht schon gut los beim ersten Mal. So, Andreas, jetzt hoffen wir mal, dass Sie das dritte Mal auch den richtigen Riecher haben. Welchen Betrag hören wir jetzt? 1,59 Mark. 1,59 Mark. Tina, was ist das? Die Mandeln. Bitte? Mandeln. Die Mandeln. Stimmt das? Nein, das ist falsch. Was wäre richtig gewesen? Die Ravioli wäre richtig gewesen. Aber wir haben 2 Treffer. Und jetzt wollen wir mal auflösen, wie viel Sie zusammen gewonnen haben. Gehen wir mal hier rüber. Beim Salz, das war das erste. Das sind 1000 Mark, die Sie sich schon mal 1000 teilen können. Und dann hatten wir noch hier was, und das ist diese Erdnüsse, waren das? Und es sind 200 Mark. Auf jeden Fall, das sind 1200 Mark, die Sie zusammen teilen können. Das ist ein geteilter Gewinn von 600 Mark pro Person. Was sagen Sie dazu, Andreas? Prima. Gut, wollen Sie mal kurz mit Tina sprechen? Ja, ganz kurz, ich kann mich nur ganz herzlich bedanken. Ne? Ja, ich mich auch. Also, jeder ist glücklich. Ich darf mich jetzt hier von Andreas verabschieden. Dankeschön fürs Mitspielen. Tschüss. Okay, vielen Dank. Tschüss. Bitteschön, tschüss. Und Tina, 600 Mark gehört Ihnen und Sie dürfen sich auch wieder setzen. Dankeschön. Tja, es war natürlich eine Möglichkeit da, den 10.000er zu treffen oder den 3 oder den 2.000er. Aber jetzt sind es 1200 Mark geteilt durch 2, 600 Mark pro Person. Aber wir machen hier natürlich weiter, denn wir haben noch einiges auf Lager. Bis gleich. Christine, willkommen am Ratepult. Meine Damen und mein Herr, gut aufgepasst, die letzte Chance für heute noch mal richtig zuzuschlagen. Und hier kommt Ihr Preis. Schauen Sie, wie die Sterne stehen. Mit einem neuen Teleskop! Das Refraktorteleskop von Revue arbeitet mit 16-facher Vergrößerung und 700 mm Brennweite. Es bietet einen 10-fachen Reflexsucher mit Farbkreuz, ein 60 mm Objektiv sowie Sonnen- und Mondfilter. Das Teleskop wird mit 3 verschiedenen Okularen geliefert. Überbieten davon bei uns nicht, auch nicht um eine Mark, aber Christine, Sie geben jetzt einen Tipp ab, was glauben Sie, ist der von uns gesuchte Preis? 1500. Und was sagt Hertha? 2000. Alex? 1400. Und was sagt Alexander? 1054.
Das haben wir noch nicht eingeleuchtet. 1450, jetzt ist es da und der von uns gesuchte Preis ist... Sie haben alle überboten, alle vier. Das ist also wesentlich günstiger. Das niedrigste, was wir hier hatten, war 1400 Mark Bernet. Darunter müssen Sie schon deutlich bleiben. Christine, Ihr Tipp? 799. 799, Hertha. 800. Alex? 850. Gehen Sie ruhig näher ans Mikrofon. 850. Dankeschön. Und Alexander? 750. Und der von uns gesuchte Preis ist niedriger. Sie haben wieder alle überboten. Meine Damen und mein Herr, das Niedrigste, was wir hatten, war 750. Darunter müssen Sie bleiben. Also, Christine, noch einmal Ihr Tipp. 490. Und was sagt Hertha? 490. 490 ach, hat sie schon. Hat sie schon. Seit 499. Und Annette? 510. Und Alexander? Was hat sie gesagt? Sie hat 510 gesagt. 520. Und der von uns gesuchte Preis? 490 ist das Niedrigste, was wir hier haben. Jetzt muss es aber klappen. Sie dürfen nicht überbieten. Christine, geben Sie jetzt bitte Ihren Tipp ab. 310. Und was sagt Annette? 199. Und was sagt Alexander? 300. Und Sie haben 199 und der von uns gesuchte Preis ist 349 Mark und das ist Christine. Kommen Sie zu mir. Christine, kommen Sie. Jetzt schauen wir uns aber gemeinsam an, was wir für Sie haben. Walter. Wir haben jetzt für Sie einen neuen Füllhalter. Der Kolbenund-Patronenfüller ist aus hochwertigem, präzise verarbeitetem Material, das eine lange Lebensdauer garantiert. Seine fein ziselierte Goldfeder zeugt von handwerklicher Meisterschaft. Oder wie wär's mit einem neuen Bett? Dieses Polster-Doppelbett verfügt über einen großen Bettkasten und ist mit verstellbaren Kopf- und Fußteilen ausgestattet. Die hochwertige Federkernmatratze besitzt eine Sommer- und eine Winterseite für hohen Schlafkomfort in jeder Jahreszeit. Zum Bett gehören außerdem der reizvolle Baumwollbezug und die passenden Kissen. Dankeschön, Walter. Sie können also entweder diesen Füllfederhalter gewinnen oder das Bett oder unser Glücksschweinchen, denn wir spielen zusammen Preislotto. Sie sollen mir jetzt nacheinander eine Zahl zwischen 0 und 9 nennen. Kommen Sie ruhig näher, Christine. Und dort, wo die Zahl aufleuchtet, der Preis, der zuerst komplett ist, den werden Sie gewinnen. Ich hoffe natürlich nicht, dass Sie unser Trostpreis des Spaßschweindl gewinnen, sondern dass Sie das Bett mit nach Hause nehmen. Sie haben ja hoffentlich Platz im Auto. Nennen Sie mir eine Zahl im Bus. Sie sind ja mit dem Bus gekommen, richtig. Christine, nennen Sie mir bitte Ihre erste Zahl zwischen 0 und 9. Die 8 bitte. Oben beim Bett, richtig. 9. Die 9 hätten wir jetzt gern. Auch oben, prima. 4. Die 4 hätten wir gerne. Beim Füllhalter. 1. Die 1. Unten, Sie verteilen, ist ja richtig gut. 5. Die 5 hätten wir gerne. Passen Sie auf. 7. Die 7. Ui, jetzt überlegen Sie mal. 2. Die 2 hätten wir gerne. 425, das haben Sie gewonnen, der Füllfederhalter. Und da kommen noch Magda, Sina und Harald. Wir haben einen Kandidat, der seine Spielrunde gewonnen hat. Und wir haben drei, die nicht gewonnen haben. Das bedeutet also, die drei müssen ans Rad, denn wir wollen ermitteln, wer neben dem Gewinner ins Finale einziehen wird. Bleiben dran, es geht gleich weiter. Und unsere Kandidaten am Ratepult, die heute nichts gewonnen haben, erhalten als Trostpreis. Das Rad entscheidet, wer neben Magda ins Finale kommen wird.
Magda hat ihre Spielrunde gewonnen und hat sich somit automatisch für das Finale qualifiziert. Tina, Christine und Harald können sich noch qualifizieren, aber wir haben ja noch ein paar Sekunden Zeit. Und dann kann ich mal die Christine fragen, was ist denn Ihr Hobby? Was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn Sie mal nicht gerade arbeiten? Also ich komme ja vom Bodensee und da gehen wir eigentlich im Sommer immer segeln oder surfen oder schwimmen. Also eine echte Wassersportlerin. Genau. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Familie, Kinder und wenn es geht, Urlaub fahren. Wenn es wieder geht, heißt es dann. Lassen Sie mal zwischen Harald und, und zwischen Magda und Harald möchte ich mal hinstellen. Ich möchte es auch hier wissen. Harald, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ja, mir geht es auch so. Ich beschäftige mich am liebsten mit Sebastian, unserem Sohn, und dann treibe ich auch noch ein bisschen Sport. Ein sporttreibender Familienvater. Und Magda, was ist Ihr Hobby? Kochen. Kochen? Und Sie schaffen es so, schlank zu bleiben, wenn Sie kochen? Ja, ich habe ein Lokal. Ach, Sie haben eine Gaststätte? Uiuiuiui. Muttern wie bei Muttern. So, jetzt wollen wir aber ans Rad gehen. Tina, Sie fangen an, wir gehen hier zum Rad. Drehen Sie es feste und stellen sich dann wieder in unser Kreis. Und jetzt bitte. Und wer die meisten Punkte hat, wird dann ins Finale kommen. Und wer auf 100 stehen bleibt, ui. Das ist nicht viel, Tina. Stellen Sie sich bitte drüben hin. Und dann kommt jetzt Christine. Halt. Christine, wir stellen das Rad erst wieder auf 100. Ich vergesse das noch. Wir haben das jetzt neu eingeführt und ich vergesse es immer wieder. Jeder soll bei 100 anfangen. Bitte schön. Aber feste. Die 100 ist vorbei. 15 gilt es zu schlagen und das sind 60. Christine, stellen Sie sich drüben hin. Jetzt wieder auf 100. Ups. Und da ist die 100. Harald, mehr als 60 Punkte und Sie sind im Finale. Das ist natürlich schon mit wesentlich mehr Schwung. Er kann es sich gar nicht mehr anschauen. Die 100 vorbei, die 15 vorbei, 80, 65, 65 Harald, Sie sind im Finale. Tina und Christine, von Ihnen darf ich mich verabschieden. Bitte nehmen Sie mich wieder Platz. Dankeschön fürs Mitspielen. Und hier ist dann Harald und Magda. Kommen Sie zu mir. Junge, Junge, Junge. Magda, Sie konnten ja ganz ruhig zuschauen, ne? Ja, ja. Aber die Spannung kommt jetzt wieder. Ich glaube. Sie glaubt es. Harald, das war knapp, ne? Fünf Punkte. Sehr, sehr knapp war das. Aber es hat gereicht. Aber jetzt ist die Zeit der Zweisamkeit vorbei. Denn wir haben nur einen Superpreis. Und jetzt spielen Sie gegeneinander. Sie haben nur eine große Gefahr. Und das heißt... Das überbieten, das dürfen Sie auf keinen Fall. Kommen Sie bitte mit, wir gehen zu unseren Superpreis-Gewinnerpulte. Magda und Harald, wir zeigen jetzt den Superpreis. Sie zählen im Geiste alles mit, was Sie sehen und geben dann hinterher Ihren Tipp ab. Gut aufgepasst, hier kommt Ihr Superpreis. Endlich ist er fündig geworden, der alte Goldgräber Walter Freibuddel. Nach so vielen harten, entbehrungsreichen Jahren. Eine Goldader. Seine lang gesuchte, heiß ersehnte Goldader. Jetzt ist Schluss mit den ewigen Bohnen mit Speck. Ab heute gibt es nur noch vom Feinsten. Und zwar aus der nagelneuen Küche. In dieser stilvollen Anbauküche macht das Kochen erst richtig Spaß. Die Fronten der hochwertigen Kombination sind aus massiver Eiche gearbeitet. Ein schöner Hängeschrank mit Bleiverglasung lockert die Küche optisch auf. Zur anspruchsvollen technischen Ausstattung gehören ein Heißluftherd mit Ceran-Kochfeld, eine Abzugshaube, ein Kühlschrank und ein Geschirrspüler. Was für ein Leben! Daran könnte man sich glatt gewöhnen. Und sogar das anstrengende Rütteln mit dem Goldsieb hat ein Ende. Goldwaschen? Kein Problem! Mit seiner neuen Waschmaschine! Der Waschvollautomat Öko 112 von Privileg arbeitet mit Dauersprühsystem und fast 4,5 Kilo Trockenwäsche. Er bietet viele verschiedene Energiespar- und Waschprogramme sowie ein besonderes System zum Schutz vor Wasserschäden. Trommel- und Laugenbehälter sind aus rostfreiem Edelstahl.
Auch sein Goldeselchen bekommt ab jetzt nur noch Heu vom Feinsten, bis ans Ende seiner Eselstage. Und damit er dieses Versprechen auch halten kann, verwahrt er die größten Goldklumpen in diesem goldrichtigen Safe. Der Tresor schützt durch eine dreiwandige Tür mit Zahlenkombinationsschloss ihre Wertgegenstände gegen Einbruch und durch die Verwendung von hochwertigen, feuerfesten Spezialbeton auch gegen Feuer. Der Versicherungsschutz liegt für private Haushalte bei 75.000 Mark. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Und Walter Freibuddel hat auf seine alten Tage nicht nur eine Goldader, sondern auch einen goldigen Schatz gefunden. Ab heute ist alles Gold, was glänzt. Und deshalb beschenkt er Sie natürlich mit diesem wertvollen Schmuck. Das sportlich elegante Schmuckset besteht aus einem Ring und den dazu passenden Ohren. Sie sind aus je drei miteinander verschlungenen Ringen aus Weiß, Gelb und Rotgold gearbeitet. Jeweils einer dieser Ringe trägt zusätzlich einen kostbaren Besatz mit funkelnden Brillanten. Seine Liebste hat er nun reich beschenkt. Aber was kann er noch für seinen Freund, das Muli, tun? Tja, und da bekommt sogar ein alter Klepper große Ohren. Gerade eben hat er erfahren, dass er in den verdienten Ruhestand tritt. Walter Freibuddel transportiert seine Goldklumpen in Zukunft nur noch mit seinem niegelnagelneuen Geländewagen. Der Jeep Wrangler von Chrysler hat einen 2,5 Liter Vierzylindermotor mit 76 kW, das heißt 103 PS, natürlich mit geregeltem Katalysator. Der robuste Vierradantrieb und die servounterstützte Zweikreisbremsanlage sorgen für sichere Fahrt bei jedem Wetter. Das Fünfganggetriebe und die Servolenkung ermöglichen eine souveräne Handhabung. Der bequeme Innenraum bietet Platz für 4 Personen. Die Rückwand kann schnell und einfach zur Laderaumvergrößerung vorgeklappt werden. Der Jeep Wrangler von Chrysler. Fahrspaß, wie ihn nur das Original bieten kann. Und auch Sie stoßen heute auf eine Goldader, wenn der Preis stimmt. Wenn der Preis stimmt, Magda und Harald, der Walter hatte eben Probleme, seinen Esel in diesen Jeep zu bekommen, aber dafür ist es auch nicht gedacht. Sie haben gesehen, welche wunderbare Preise wir in diesen Superpreis versteckt haben. Ich kann Ihnen jetzt einen Tipp dazu geben, dieser Superpreis hat einen Wert von über 40.000 Mark. Wie viel über 40.000 Mark, das müssen Sie jetzt entscheiden. Geben Sie jetzt bitte Ihren Tipp ein und denken Sie daran, nicht überbieten. Und ich wünsche Ihnen beide viel, viel Glück. Magda, vielleicht geht der Walter mal hin und schaut mal, weil die Magda hat Probleme. Schau mal, du Goldbube. Eine fünfstellige Zahl. Jawohl, Harald hat auch eine fünfstellige Zahl eingegeben. Dann drücken Sie jetzt bitte auf die OK-Taste. Und dann sehen wir jetzt, wie Sie getippt haben. Magda glaubt, der von uns gesuchte Superpreis hat einen Wert von 42.622 Mark. Und Harald glaubt, der von uns gesuchte Superpreis hat einen Wert von 44.500 Mark. Und der von uns gesuchte Superpreis mit dem Namen der alte Goldgräber hat einen Wert von 49.000 Mark. Denn Harald liegt viel näher dran mit seinem Tipp. Und jetzt kann ich Sie noch verraten, Harald hat Preise in einem Gesamtwert von 50.018 Mark gewonnen. Junge, 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 das ist super. Ja, liebe Zuschauer, das war's denn heute zum ersten Mal am Samstag bei der Preis ist heiß. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Samstagabend und vor allen Dingen einen schönen Sonntag. Und bis Montag, bis zum nächsten Preis heiß, ist ja nicht mehr weit. Tschüss, bis dann.